Willkommen zurück zu Rise of the Argonauts mit mir, Peter Bus von Crete, und wir stürzen uns in den Dschungel. In den ach so gefährlichen Dschungel und folgen mal der linearen Spur zum nächsten Tor. Oha, das sieht aus, als würden wir hier gleich kämpfen. Viel zu große. Oh Gott, nein! Schlangenzungen! Frechheit! Ich muss den Dude da treffen. Der beschwört. Muss als erster draufgehen. Jawohl. Der ist gestorben, ob er wollte oder nicht. So. Da hinten wird härtestens gekämpft. Aber da steht immer noch einer. Und den. Jawohl. Der wollte zwar weg, aber hat es auch nicht geschafft. So ist mir das doch am allerliebsten, und die Faust des Ares bekommt ganz wunderbare Arbeit. Ja, toll. Sehr schön. Kann mir jemand sagen, was hier los ist? Wir haben keine Kein anderes Erfahrung mit Schiff denen. ist auf Saria gelandet. Wer sind die Männer? Schwarzzungen, Verehrer des dunklen Titans Hekate. Warum wollen sie Jason töten? Die Schwarzzungen töteten meine Frau und wollen sichergehen, dass sie tot bleibt. Aber weshalb? Es gibt eine Prophezeiung. Sie glauben, ihr Tod bringt ihnen große Macht. Wir suchen das goldene Vlies, Atalante. Deshalb sind wir hier. Deshalb brauchen wir einen Spross des Hermes. Du willst deine Frau von den Toten zurückholen? Schon. Ja. Und solange das so ist, werden die Schwarzzungen mich aufhalten wollen. Gehen wir weiter. Welch Herrlichkeiten der Natur es hier gibt. Allein ihr Anblick könnte mich zu endlosen Oden inspirieren. Wie Ach, diese bitte nicht. Klippen hier. Der Ort ist Machesika, Machawape. Verflucht, unheilvoll. Schlimmes geschieht hier. Warum ich eben lachen musste, ist, schaut euch das mal an. Geisha Yason verbirgt sein Antlitz. Schamhaft, mädchenhaft hinter seinem Schild. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige. Gibt es eine falsche Richtung? Nö. Sei denn, ich liefe zurück ins Tor. Dann wäre es die falsche Richtung. Ja, sondern es ist wirklich ein Quell der Freude für mich. Oh, was hier wohl passiert? Vielleicht müssen wir kämpfen. Ich kann das überhaupt nicht abschätzen. So einer freien Fläche könnte alles passieren. Vor allen Dingen jetzt, wo wir unsere Waffen ziehen. Jawohl. Fresst den Megaspeer. Das Ding geht ab. Da. Flatsch. Hervorragende Waffe. Und da oben kommt noch mehr. Dass die immer wissen, was ich vorhabe, die Schweine. Aber dagegen können sie sich nicht wehren. Krasser Speer. Raste halt mal aus. Ja, komm, stich ihn halt schon ab. Sei jetzt nicht das erste Mal, dass du das tust. Ach, kommen denn wieder welche? Was? Das war's? Müssen wir jetzt da lang? Dürfen wir jetzt da lang? Wofür ist denn diese riesige Fläche hier? Auch da. Das sieht nach einem Durchgang aus. Nee. Getäuscht. Okay, das Fräulein steht sowieso schon hier so rum. Als wäre das absolut einleuchtend und klar, dass wir hier lang müssen. Noch eine offene Fläche. Was hier wohl passiert? Oh, was anderes. Oh, ich nehme an,
Das ist das Ding, mit dem ihr so ein paar Probleme hattet. Au, Manticore-artig. Alles klar. Na komm, werde ich schon. Ich hätte gern meinen Speer, bitte. Und das ist nicht mein Speer. Das ist mein Speer. Das ist einfach unsichtbar. Au. Na auf. Valeon. Verdammte Hypnai. Er ist seit Stunden tot. Wir hätten nichts tun können. Ich werde das Versteck finden. Kichita! Ich werde es finden! Etwas an dieser Bestie ist wieder die Natur. Noch nie habe ich einen so großen Manticore gesehen. Verdammt. Und ich weiß nicht, wie man die letzte Ehre erweist, um die Seele zu retten. Ich bin schuld an seinem Tod. Ich kann ihm die Ehre nicht geben. Yasan, wirst du es tun? Ich könnte es tun, aber ich kannte ihn nicht. Wie kann ich seinen Geist den Göttern übergeben? Was musst du dafür wissen? Frag mich einfach. Ich will überhaupt nichts über ihn wissen. So mögen die Götter diese letzte Ehre bezeugen. Erhöre mich, weise Athene. Ich übergebe dir Phalion, den gefallenen Späher der Nisyra. Atalante, sprich über Taten und Tugenden des Gefallenen, auf dass die Götter dich hören. Phalion war ein tapferer Späher. Wenn andere ängstlich zögerten, wagte er sich immer freiwillig in den Urwald. Das hat ihn ja weit gebracht. Er war ein versierter Sänger. Und selbst in finstersten Zeiten erfüllten uns seine Lieder mit Trost. Er war ein liebender Sohn, der seinen Vater Gelios als Bewahrer unterstützte und unter höchstem Einsatz nach Medizin für ihn suchte. Und Phalion war ein Stratege, der mit Nessus den Plan entwarf, mit dem wir die Satyren auf der blutigen Ebene besiegten. Ein würdiger Zentaur. Ich rede nun über seine Tugenden. Also ein kluger Stratege war er nicht, sonst wäre er nicht alleine in den blöden Dschungel reingegangen. Tapferer Späher. Tapfer und dumm liegen nah beieinander. Begabter Sänger, was weiß denn ich? Pflichtbewusst war er auch nicht, sonst wäre er nicht allein sterben gegangen. Phalion war ein mutiger Späher, der stets bereitwillig schwierige Pflichten übernahm. Er riskierte sein Leben für seinen Stamm. Mögen wir alle so mutig unsere Pflichten erfüllen. Phalion von den Nisyrern, finde deine Ruhestätte. Erfahre nun dein verdientes Schicksal. Du bist von deinen sterblichen Fesseln befreit. Möge Hades deiner Seele gnädig sein. Danke, Yasan, ich danke dir. Wenn wir im Dorf sind, müssen wir Gelios von Phalions Schicksal berichten. Aber jetzt kümmern wir uns um die heilige Herme dort drüben. Dass du mir dankst, ist in dem Wort Danke schon drin. Heilige Herme. Meinen wir hier damit das? Ich bin der Windläufer, Wegweiser der Seelen. Dieses Land ist mein. Höret mich im Rascheln des Laubs. Höret mich in der Meeresbrise. Die Herme ist erleuchtet. Ich dachte gar nicht, dass ich Ason lesen kann. Aber naja, gut. Man sagt, die ersten Hermen wurden von Hermes selbst erschaffen. Die zweite Herme ist in einer Höhle im Osten. Gehen wir. Okay. Irgendwas mit dem Wasser hier machen? Oh, wir können drin rumlaufen. Juhu. Planschi, planschi, planschi. Okay. Ein bisschen ungewohnt. Für diese blöden Götterfähigkeiten muss man gedrückt halten. Das ist etwas unglücklich anders. Ich glaube, sowas ist auf dem Controller irgendwie einfacher nachzuvollziehen als so hier. Oh. Dort oben, jenseits der Kluft, dort müssen wir hin. Die unüberwindbare Schlucht
Wir erdgebundenen Wesen könnten wir doch fliegen wie die Vögel am Himmel. Los, entzünden wir die zweite Herme und kommen zurück. Okay, und die ist wo? Ist das hier entlang? Oder ist hier einfach Stopp? Hier ist einfach Stopp. Wie die zwei mich immer anschauen, wenn ich irgendwie versuche, einen Weg zu finden, der nicht da ist. So abschätzig. Sondern ich dachte, oh mein Gott, was ist denn mit ihm wieder los? Oh ja, Son, ehrlich. Hast du keine Augen im Kopf? Du Knüppelkrüppel. Hier tötete ich meinen ersten Satyr. Ich muss 8 oder 9 gewesen sein. Ich bürstete gerade einen Manticore, als er plötzlich aus dem Urwald kam. Ehe ich mich versah, lag der Satyr auf dem Boden, sein Auge von einem Pfeil durchbohrt. Wieso hast du einen Manticore gebürstet? Ich hoffe, das ist kein Euphemismus dort für irgendwelche anderen. Dort ist eine Höhle. Ich wohnte früher dort. Nessus kam als letzter lebend aus dem Urwald zurück. Er sagte, die Satyren hätten ein Lager in der Höhle. Tagsüber sind sie sicher unterwegs. Seid ihr jetzt tot oder nicht? Das ging ein bisschen daneben, aber... Oh! Ich bin weggerissen. Okay, wir haben gar keine Kraft für irgendwas. Aber irgendwie sind Satyr jetzt nicht so die Hammergegner. Friss meinen Speer. Eine der heiligen Hermen ist in der Höhle. Okay. Wenn du das sagst, Troller. Dann schauen wir noch mal. Du hast ja schließlich gewohnt, ne? Du wirst mir schon keinen Scheiß erzählen. Oh, guck mal, Feuerchen. Alles ist erfüllt von Geschichten, selbst dunkle, abgelegene Orte. Erzähle sie. Finde die Orte ihrer Entstehung. Kein größeres Geschenk kann je gemacht werden. Die Herme ist erleuchtet. Wenn das Gehörte wahr ist, haben wir soeben eine Brücke errichtet. Zur Schlucht. Der Weg hinüber muss jetzt bereit sein. Okay. Ob wir wohl aufgehalten werden auf dem Weg zurück? Das sind die Fragen, die mich hier bewegen, die das Ganze unheimlich spannend machen. Also, da vorne ging es zurück, aber ich wollte wissen, was hier hinten ist noch. Vielleicht ist das hier irgend so ein komischer Kreisweg. Kommen eh wieder dahin, wo wir hin sollten. Was heißt denn Manticore gebürstet? Jason, hier, Lette Kappen! Lette Kappen? Das sind Pilze, mit denen unser Heiler Pantaleon unsere Verwundeten heilt und ihre Schmerzen lindert. Die Satyren essen sie und sie stellen ihre Opfer damit ruhig. Sie sind immer schwerer zu finden. Wir müssen Pantaleon diese Pilze hier bringen, wenn wir zurück sind. Sammle sie, Atalante. Schnell! Prima. Das haben wir gut gemacht. Mensch. Jeden Tag eine gute Tat. Jason kann sich ein kleines Sternchen in sein Tagebuch reinkleben. Liebes Tagebuch. Heute habe ich psychedelische Pilze gefunden, die diese Inselbewohner hier zur Heilung benutzen. Zumindest behaupten sie das. Vielleicht unterstütze ich auch nur gewisse Drogenabhängigkeiten. Wer weiß das schon. Bis morgen. Jason.
So. Denn. Da wird gespeichert. Das heißt, es passiert gleich was Spannendes, wie zum Beispiel, dass wir hier hoch können. Ah, immer noch gesperrt. Nee, Zwischensequenz. Komm schon, Herrn, stell dich mal nicht so an. Reich uns mal ein Händchen. Sei mal nicht so. Was? Na, also. Es geht doch. Oh, wir kriegen sogar zwei Händchen. Das ist ja... Drei, vier. Oh. Das ist ein bisschen mehr, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe, diese Brücke ist kein böser Streich. Hey Mann, wir haben für die Brücke gekämpft. Das kann kein böser Streich sein. Ansonsten wäre sie einfach da gewesen. Ja? Dann könnten wir sicher sein, dass die Brücke versucht, uns zu veralbern. Aber so ist das doch alles gar kein Problem. Mann, überleg mal, wie alt das Spiel ist. Und das sieht gar nicht mal so verkehrt aus, alles hier. Geradezu begeistert. Hier ist niemand. Und keine Spur von Hebnaies Bau. Kichita, wenn nicht hier, wo dann? Sehen wir uns um und seien wir wachsam. Oh, okay. Das heißt, wir laufen einmal um den Tempel herum. Dann hierhin. Und daher. Ja, sollen Sie, diese Frucht. Nie zuvor sah ich so eine Frucht. Ich vermute, das haben bisher nur wenige. Es ist ein Caduceus. Siehst du die Wurzeln? Wie die Schlangen, die sich um Hermes Stab winden. Er hat noch nie Früchte getragen. Die Zentauren sagen, er blüht, wenn Hermes in der Nähe war. Und es heißt, wer von den Früchten isst, kann wie mit den Augen von Hermes selbst sehen. Wisse dies, Jason. Viele große Männer kosteten von der Frucht des Caduceus und erholten sich davon nie. Sie sahen Dinge, die nicht da waren, hörten Stimmen, die außer ihnen niemand hörte. Zweifellos führte Hermes uns zu dieser Frucht. Also will er sicher, dass ich es tue. Das ist zwar irgendwie eine ziemlich begrenzte Logik, aber Hermes passt auf meine Frau auf. Warum sollte er also sowas wollen, hä? Warum sollte er mir jetzt plötzlich was Böses tun? Shit, Jason. Atalante! Pan! Sorge dich nicht um sie. Es geht ihnen gut. Du hast sie gleich wieder zurück. Yay! Hermes! Die Frucht. Mir wird. Entschuldige den Geschmack. Es sollte in Richtung Granatapfel gehen. Herausgekommen ist eher etwas wie Schuhsohlen. Nun ja. Ich sah Alkmene. Du sahst verlorene Seelen. Darunter auch deine Frau. Sie steht unter meinem Schutz. Das heißt, noch. Bitte sag, wie lange kannst du ihre Seele schützen, Hermes? Sie wäre verloren, bevor du sie siehst. Eine schwierige Wahl liegt vor dir. Gib ihr jetzt die letzte Ehre und bewahre sie vor diesem Los. Oder finde das Vlies und bring sie ins Leben zurück. Ich habe mich bereits entschieden. Dann hör mich an. Als verlorene Seele wird sie ewig wandern und dabei immer mehr vergessen, wer sie in dieser Welt war. Allein du stehst ihr so nahe, ihr die letzte Ehre zu erweisen und ihrer Seele Frieden zu geben. Solltest du auf der Suche nach dem goldenen Vlies sterben, dann wäre Alkmene auf ewig verloren. Ich weiß, wonach du suchst. Aber noch ist nicht die Zeit, den zu offenbaren, der mein Blut in den Adern hat. Was soll ich für dich tun? Die Nysira sind ein gutes Volk. Du musst ihr Leiden beenden. Indem ich Hebnaie töte? Auf Saria gibt es noch ein weiteres, weit größeres Übel. Du musst es aufdecken und zerstören. Wie? Die Frucht gab dir neue Augen, mit denen du in die Welt der Seelen blicken kannst. Finde die verlorenen Seelen dieser Insel und erweise ihnen die letzte Ehre.
Sprich mit ihnen. Die Toten sind der Schlüssel, Jason. In ihren schwindenden Sinnen findest du deine Antworten. Einen kurzen Moment warst du fort, Jason. Ich sprach mit Hermes. Wir haben neue Aufgaben. Ach Mensch. Was sollen wir tun? Wir müssen mit den Seelen der Toten sprechen. Dank der Frucht kann ich sie sehen. Irgendetwas geht hier vor. Etwas Größeres als Hypnaie. Was meinst du? Ein größeres Übel. Hermes sagt, die Toten können uns helfen. Ein größeres Übel als Hypnaie? Aber was? Ah, das werden wir gemeinsam herausfinden, was zur Hölle dieses größere Übel von Hypnaie ist. Und ja, das machen wir dann gemeinsam beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Like da lassen, wenn was zu sagen hat. Kommentieren, wer es noch nicht getan hat. Abonnieren, denn es geht natürlich weiter. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.